So, Servus. Dass du willst, mal wieder hier. Es gibt ein neues Tasting und zwar handelt es sich um das Faust, also Brauhaus Faust Auswandererbier. Das ist ein Starkbier und ja, was so ein Stil ist, weiß ich jetzt nicht. Aber hier lese mal vor die Geschichte dazu. August Krogs, Sohn des Besitzers der Brauerei zum Weißen Löwen. Heute Brauhaus Faust musste nach Amerika auswandern, da er einer der Anführer der deutschen Revolution 1849 war. Vater Georg Anton Krug braute für die lange Überfahrt ein besonders haltbares Bier mit einem hohen Hopfen- und Alkoholanteil. Okay, also so ein bisschen ähnelt die Historie dieses Bieres so quasi der Historie des IPA. Also so eine lange Seeüberfahrt, ein stark eingebrautes Bier. Dann testen wir das Ganze mal noch. Einen hohen Hopfengehalt, bin ich mal gespannt, ob das vielleicht sogar in Richtung IPA geht. Aber weiß nicht, ob dann da Aromahopfen drin sind. Das bernsteinfarbene Bier wurde mit deutschen und amerikanischen Hopfen eingebraut. Es hat eine leichte Süße im Andruck, der eine kräftige Bittere folgt. Die Rezeptur lehnt sich an jene G.A. Krugs an. Gebraut nach dem bayerischen Reinheitsgebot. Okay, dann schauen wir mal nach. Ich denke mal, da werden keine Aromahopfen im Einsatz sein, sondern das Ganze schon mit Bitterhopfen passiert sein. Aber es hat schon eine recht ehrliche Farbe, also es ist naturtrüb. So ein bisschen orange-rötlich. Interessante Farbe auf jeden Fall. Dann schnuppern wir mal da dran, was es kann im Geruch. Doch, ey. Also, das riecht sehr interessant. Ist sehr lecker auf jeden Fall. Fruchtig. Aber nicht so wie beim IPA, so nach Zitrusfrüchten, so eher nach Beeren. Finde ich so. Riecht das ein bisschen. Es riecht lecker. Sehr, sehr lecker. Bin ich mal gespannt. Probieren wir das Ganze mal. Oh ja. Fruchtig, eine schöne Herbe. Es geht schon ein bisschen in der IPA-Richtung. Doch, das ist lecker. Sehr lecker. Also fruchtig, herb. Hat im Geschmack weniger bärig, doch eher Zitrus. Aber man merkt schon eher, dass da. Ich denke mal, das sind schon ein bisschen Aromahopfen auch im Einsatz. Aber größtenteils mit Bitterhopfen gehopft. Also es ist schon ordentlich bitter im Geschmack. Leckeres Bier. Leckeres Bier. Also auf jeden Fall, das taugt, aber ist extrem hopfig. Also, aber lecker.